Herr Jesus. Halleluja. Halleluja, danke, Herr. Amen. Amen. Pedimos, Señor, la unción. Wir bitten, Herr, deine Salbung. Tú soples una vez más. Blase noch einmal. Sobre nosotros. Komm una vez más zu uns noch einmal im Namen Jesus. No solo aquí en el avivamiento, nicht nur hier im Avivamiento, in der Gemeinde und ihre Sitzen von Argentinien bis New York, in den Sitzen in Europa auch, in Spanien und alle die Sitzen hier in Kolumbien. Aber ich bitte jeden Fernsehschauer, der ein Wort von dir braucht, ganz besonders über die Leiter, spreche zu sie im Namen Jesus, spreche zu uns, damit wir heute sagen können, wir haben das Wort, die Stimme Gottes gehört, im Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Cantar de los cantantes. Hohes Lied, Kapitel 2. Kapitel 2. Dice en el verso 10, Vers 10 sagt: Mi amado habló, mein Freund antwortet und spricht zu mir: Levanta, steh auf, meine Freundin. A ti dice, a la iglesia, oh, amiga, Jesus mia, sagt zur Gemeinde: meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Amen. Und Amen. Halleluja. 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 Sag mit mir, die Turteltaube lässt sich hören. In einigen Übersetzungen das Wort sagt, die Stimme des Taubes. Que es lo que ellos consideran la interpretación de la Biblia hebrea. Wisst ihr, in Talmud, das ist die Auslegung zu diesem Text, ist, dass die Stimme der Turteltaube ist die Stimme des Heiligen Geistes, der Erlösung verkündigt. Er verkündigt Fülle, er kündigt sich, er verkündigt Hilfe, er verkündigt Hilfe. Halleluja! Das ist die richtige Auslegung. Also wenn man die Evangelien liest, die Verkündigung kommt aus Johannes der Täufer. Er wurde vor dem Herrn gesandt, um zu verkündigen, um das Volk zu vorbereiten, weil der Herr kam. Aber die Verheißung Johannes ist, dass wer kommen wird, der würde sie mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und den Heiligen Geist für Israel, diese Verkündigung von dem Heiligen Geist für Israel war die Verkündigung von Erlösung, von Sieg, von Befriedigung. Halleluja. Deswegen Jesus, voll des Heiligen Geistes, kam zu Nazareth und er las Jesaja und sagte, der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, gute Botschaft zu verkündigen. Lukas Kapitel 4 sagt es, er hat mich gesandt, die Gebrochenen von Herzen zu heilen,
zu predigen, Freiheit und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie freiwillig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Halleluja. Also, jedes Mal, dass der Heilige Geist herabkommt, jedes Mal, dass der Heilige Geist herabkommt, das ist, was wir heute ein Erwecken nennen. Es ist eine Verkündigung von der Turteltaube. Zeiten von Erlösung sind bekommen, Zeiten von Segen sind bekommen. Das ist ein Erwecken, der Heilige Geist kommt über eine Gemeinschaft, über einen Leiter, und es gibt ein Ausgießen des Geistes, und man kann sagen, Zeiten von Segen sind da. Halleluja. Deswegen, diese Bewegung des Geistes sind so wichtig. Und heute Morgen, ich habe geteilt zu dem Bruder, dass wenn der Geist herabkam, in Lukas am Anfang, es gab ein neues Lied. Der Geist kommt über Elisabeth und sie hat den Herrn angebetet. Der Heilige Geist kam über Zacharia und er betete den Herrn. Und der Heilige Geist kam auch auf Apostelgeschichte, Kapitel 2, und sie haben die Wunder Gottes verkündigt. Es gibt ein Lied verbunden mit dem Geist Gottes. Wenn der Geist kam zu John Wesley, sie haben neue Lieder geschrieben. Obwohl ich ganz ferne von meiner Predigt bin, ich weiß nicht, obwohl, warum in der Erweckung, es gibt immer Lieder, die aus dem Erwecken kommen. Es ist nicht die Mut von seinen Pastoren, die Leiter, die sagen, jetzt werden wir singen, was wir geschrieben haben. Nein, jeder Erweckung hat sein eigenes Lied, sein eigenes Melodie. David hatte seine eigene Melodie. Es gab eine Bewegung in den Tagen von Wesley. Man hat die Lieder für diese Erweckung geschrieben. Luther hat die Lieder für seine Erweckung geschrieben. Halleluja! Und wir schreiben die Lieder von der Erweckung. Halleluja! Der Heilige Geist wurde über Wesley und seiner Gruppe ausgegossen, und es kam Erlösung, Vergeben, Buße. Und ich sage Erlösung, weil England wurde frei von einem Krieg. Dieser Krieg kam zu Frankreich, aber England wurde gespart, weil es gab einen Erwecken, Charles Finney. Es Erlösung kam zum norden Teil von dem Bundesstaat New Yorks, in Wales. Wenn wir zurücktreten könnten, wenn wir zu Wales kommen können, es war ein Staat von Bergmina. Man hat diese schmutzige Sprache mit sie, die Pferden, geführt haben jetzt nach der Erweckung. Man könnte hören in den Bergen die Lieder von der Erweckung, die Leute, die Gott anbeteten, während sie arbeiten. Diese Bergmänner kamen raus, voll von Schmutz, aber mit ihrer Bibel in Händen, weil in seine Erhöhungen sie hatten Zeiten, um die Bibel zu lesen. Halleluja! In den Büro, auf den Straßen, in den Kneipen, man hörte nicht die Betrunkenen und die Trunken wollten, aber sie waren Orten, wo man die Bibel studierte. Halleluja! Im Jahr 1993 der Heilige Geist hat diesen Ort besucht. Propheten waren zu diesem Land gekommen, zu verkündigen, dass eine Erweckung kam zur hispanischen Welt. Aber wir haben nie gedacht, dass diese Erweckung würde diese Stadt berühren, die kälteste Stadt Kolumbiens.
Die Kälte ist der Staat Kolumbiens für einen Glauben. Aber Gott hat es berufen. Jetzt ist es unglaublich. Es gefällt mir, auf die Straße zu sein oder zum Flugzeug zu gehen, weil man war nun alle sagen, Pastor, hallo Pastor, Gottes Segen. Und man sieht die Christen. Sie kommen aus verschiedenen Gemeinden, aus verschiedenen Denominationen. Aber sie waren erweckt. Man hat die Herrlichkeit Gottes durch die ganze Stadt atmen. Es sind Zeiten, in Zeiten von Erweckung, Entschuldigung, man hört die Stimme des toten Tauben in unserem Land. Halleluja! Die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Vor einigen Jahren unsere Fußballmannschaft kamen raus, sie hatten Frauen, sie waren betrunken, sie haben seine Übungen verlassen, um die Kneipe zu besuchen. Aber heute, unsere Fußballmannschaft macht ein Tor und sie verehren Jesus Christus, den Sohn Gottes, und sie beten vor dem Spiel und sie danken danach. Sie geben Dank danach. Unsere Sportler in verschiedenen Gebieten, in Kunst, Singer, Trickspieler, viele von ihnen beten Gott an. In Politik, wir haben Christen. Wir haben Christen in der Lehrung, in den Familien. Man kann durch diese Stadt gehen und man kann wissen, dass vielleicht ein anderen halb Millionen Menschen hier Christus anbeten. Das, meine Brüder, jede Gläubiger wird ein Missionär, ein Prediger in dieser Stadt. Das ist, meine Brüder, die Stimme der Turteltaube lass sich hören in Kolumbien. Halleluja. Es ist ein gewaltiges Segen. Und ich sage es nicht nur für die Kolumbien. Das kann man durch ganz Lateinamerika atmen. Wir waren in einem Termin mit Pastorin. Ich weiß nicht, ob der Pastor Eduardo hier ist. Und da war einer von den Botschaftern aus den Vereinigten Staaten. Er hat einen wichtigen Platz da und er sagte, ich versammelte mich in Washington in einer Gemeinde da, mit Assemblies of God, aber wir hörten von der Erweckung in Kolumbien. Und ich denke, dass er ist der Leiter von religiöser Freiheit. Und er hatte schön gehört von einer Erweckung in Kolumbien. Er kann nicht Spanisch, aber er hat es schön gehört. Man hört dieses Murren schön durch die Linden. Wisst ihr, was das ist? Das ist das hohe Lied. Das ist das hohe Licht. Das ist, was wir gelesen haben. Der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist dahin. Die Blumen erscheinen im Lande, die Zeit des Gesanges ist gekommen. Und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Halleluja! Wir haben nicht gedacht, dass das passieren könnte. Wenn der Herr mir gesprochen hat, seine Gegenwart zur Gemeinde zu bringen, wir bitten mit Pati, Ivan, Vicky, Álvaro und Dubi und Juan Manuel, er ist in Ibagué, wir beten darum und der Herr hat zu uns gesagt, wenn ihr meine Gegenwart wollt, ich würde von euch Demütigung. Wenn ich die Dinge erzähle, was hier passiert, ich sage es nicht aus Hochmut, ich sage es, um den, der es macht, zu verehren. Es ist der Geist des Herrn, der alles hier macht. Und ich denke, dass Gott hat unsere Herzen geschlagen. Er sprach über die Mutigung, weil die Bewegung des Geistes in den 90er Jahren
Man hat seine Leiter kennengelernt und auf der Bühne, sie waren Männer Gottes, aber wenn sie nach unten kamen, sie waren voll Hochmut. Das war das Gegenteil von dem, was man dachte von einem Männer Gottes. Also, der Herr hat gesagt, lerne von mir, weil ich sanftmütig und demütig von Herzen bin. Moses sagt, die Bibel sagt, dass Moses war der sanftmütige Mensch in der Welt. Jesaja sagt, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Hohe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigen und das Herz der Zerschlagenen. Also, wenn du mir fragst, in welche Adresse lebt der Heilige Geist? Ich benutze ein Beispiel. Wenn du mir fragst, würdest, wo wohnt der Heilige Geist? In dem Haus von den Demütigen. Er guckt den Hochmütigen von Ferne. Er wohnt nicht in Nachbarschaft mit den Hochmütigen. Er wohnt in dem Haus von den Demütigen. Wer seine eigene Fehler bekennt, wer seine eigene Schwachheit kennt. Gott wohnt da mit dem Demütigen. Ich habe das bemerkt. Und ich habe zu euch bevor gesagt, er nimmt von dem Schwachen und von dem Töricht der Welt. Wenn man sagt, ich bin nicht würdig, liest das Gebet von Maria. Er wählt den Armen, was verachtet, was schwach ist, und er hört es zum Ort von Ehre, weil er wohnt bei den Demütigen. Das ist die Adresse von dem Heiligen Geist. Such diese Adresse, da wird der Heilige Geist sein. Noch besser, sei demütig, und der Heilige Geist wird bei euch wohnen. Es gefällt mir dieses Beispiel. Die Ähren, la espiga erguida, no tiene fruto. Y yo creo que la misma naturaleza nos habla. Die Kornähre, die haben mehr Frucht, sind die gebeugt sind. Die, die keine Frucht tragen, sind ganz aufgerichtet. Das ist zweitens, dass Gott zu uns diesmal gesagt hat, und ich soll mich daran erinnern, weil der Heilige Geist hat einmal einen Prophet zu uns gesagt, und er hat zu uns gesagt, dass wir sollten uns daran erinnern, an mindestens oder an zweimal pro Jahr, wir sollten uns daran erinnern an die Worte, die der Heilige Geist uns als Achtung gegeben hat, dass wir sollten an diese Offenbarung denken, damit wir nicht vergessen, dass er bei dem Gedemütigen wohnt. Das ist zweites Wort, das er hat uns gegeben. Wenn er meine Herrlichkeit wohnt, wollt ihr, sollt mir glauben. Und er hat uns über Glauben gesprochen. Johannes sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ich sage zu dir jetzt, schreibe eine andere Adresse. Wo wohnt die Herrlichkeit Gottes? In dem Haus von dem, der glaubt. Heute, ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Suche den Haus von dem, der glaubt. Suche die Gemeinde von denen, die glauben. Halleluja! Wenn wir der erste Mirakeldienst gemacht haben, das haben wir nicht gemacht, weil man uns seine Taten geteilt hat, geht zurück. Ich werde euch danach hier einladen, damit ihr den Heiligen Geist in eure Wohnung bringen könnt, damit ihr sagen könnt,
Die Stimme des Taufes lasse ich hören in meinem Haus. Servicio de milagros. In dem ersten Mirakeldienst. Gott hat unseren Glauben geprüft. Es war kein gesalbter Mann, der die Hände aufgelegt hat und gesagt hat, der Herr salbt euch, geht, macht ein Mirakeldienst. Nein, es kam ein Wort Gottes unserem Geist. Und er hat uns geprüft. Weil nach diesem Wort, es gab die Salbung, da, wenn er uns das Wort gegeben hat, wir haben die Salbung nicht mehr gefühlt, bis wir ins Auditorium kamen. Und auch im Auditorium, ich sage es euch, ich stehe hier Freitag und Sonntag und ich diene und ich fühle die Salbung des Heiligen Geistes über mein Leben. Aber in diesem Tag, ich habe die Salbung nicht gefühlt. In diesem Tag, ich habe gefühlt, dass die Predigt hatte keine Salbung, die anbeten, kam zu keinem Ort, aber Gott hat uns geprüft. Aber in einem Moment die Salbung kam herunter und die Mirakel waren da, die Wunder waren da und wir haben uns danach erinnert, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du meine Gegenwart willst, meine Herrlichkeit, wenn du eine erwecken wirst, du sollst an mich glauben. Halleluja, wisst ihr, Gott gibt ein Wort und er erwartet darauf, dass du nach diesem Wort tust. Wenn wir Avivamiento auf dem Park im Jahre 2006 gemacht haben, wir haben den Kongress in dem Park gemacht und in diesem Jahr, wir haben Avivamiento auf dem Park noch einmal gemacht. Im 2007, wir hatten kein Geld, um es zu machen, wir hatten Schulden. Die Gemeinde war in einer schwierigen Zeit in seiner Wirtschaft. Wir wurden Avivamiento absagen, aber der Heilige Geist kam zur Party und er ermahnte uns. Und er sagte, wenn Gott uns nicht versorgen kann, zur Party zu gehen, wir dienen dem falschen Gott. Das war eine Herausforderung. Und nicht, weil das Geld kam, es gab kein Geld. Aber der Gehörten, der Glauben, und wir haben einen Schritt gemacht und wir haben alles gestellt. Wir haben behandelt alles, was wir brauchten, alles, was man braucht für einen Park. Und wir haben Schritt nach Schritt und Gott hat versorgt nach dem Schritt. Er hat versorgt. Und am Ende im Park, wir hatten keine Schulden. Gott war treu. Wenn du die Herrlichkeit Gottes sehen willst, du sollst an ihn glauben. Avivamiento, wir sollen an Gott glauben, wenn wir seine Herrlichkeit sehen wollen. Halleluja. Das dritte Wort, das Gott uns gab, ist Rendition. Gehorsam. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mit mich ihm offenbaren. Wie viele wollen diese Offenbarung, Jesus? Da ist die Antwort. Es ist vollständige Gehorsamkeit zum Heiligen Geist, was er sagt. Er ist der Führer von dieser Welt, er ist der Leiter von dieser Welt. Ich habe keine Zweifel davon, er ist der Leiter. Es kann in keiner anderen Weise sein. Die Richter, das Buch von Richter, lehrt, wie der Heilige Geist sie sagte, wann sollte sie zum Krach gehen? Er ist der Leiter, geht, ich bin bei dir, Mose, die Männer Gottes. Wer der Führer ist, ist der Herr. Wenn er sagt, leg die Hände auf, wir sollen das machen. Predigt in Zeit und aus der Zeit und wir sollten überall predigen, was er sagt. Er ist der Leiter von Avivamiento. Was er sagt, ich will, dass ihr es ganz klar versteht, was er sagt. Wenn unser großer Enkel geboren wurde,
Manuel, er wurde genannt. Esteban, und in dem Tag, in dem Alejo Lili uns angerufen hat, dass sie waren, im Krankenhaus. Gott gab ein Wort zu Patti und er sagte, sein Name wird Manuel sein. Das war eine prophetische Nachricht, weil seit diesem Moment der Herr hat zu mir gesprochen. Während er sagte zu Patti, sein Name wird Manuel sein, er hat mir das Wort von Jesaja gegeben. Er sagte, du und deine Kinder werdet ein Zeichen und eine Weissagung zum Volk sein. Und jedes Name war eine Nachricht zum Volk. Emmanuel, Gott bei uns. Benjamin, der Sohn von meiner rechten Hand. Wenn Abraham geboren ist, der Vater von Menge, wenn es gab keine Menge. Ami, mein Volk, jeder von ihnen, sie hatten ein Wort Gottes für uns, für die Gemeinde von Ayuamiento. Aber es ist nötig, dass man gehört. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, Steven Switcher kam zu uns und er sagte, wenn ihr den Namen verändert, er wird die Pastoren, damit sie dir wegziehen. Die Erweckung ist angefangen im Jahr 1993, aber die Pastoren kamen nicht, wir hatten die Erweckung. In diesem gleichen Tag, wir haben etwas gegessen und wir haben den Namen geschrieben. Wir haben den Namen zum Zentrum von Erweckung zu den Nationen. Wir haben nicht gedacht zu schreiben, weltweit Zentrum für Erweckung. Wir dachten, sie werden aus Kolumbien kommen, aber aus der Welt. Also, ich habe euch geschrieben, eine Liste von den Besuchern. Sie kommen von den 14. Ecken der Welt. Su avivamiento. Amén. Si él dijo. Wenn er es gesagt hat, verändere den Namen, wir werden den Namen verändern. Deswegen ich frage Gabriel, wie wirst du dein Kind nennen? Und ich sagte, lass uns erwarten, was Gott sagt. Und ich sage es euch, was er sagt. Wenn er sagt, baue die Gemeinde, wenn er sagt, macht einen Weltkongress, wir werden einen Weltkongress machen, was er sagt. Er ist der Leiter in Ayuamiento. Willst du wissen, wo der Heilige Geist wohnt? In dem Haus von dem, der ihm gehört. Halleluja. Das nächste, das er uns gesagt hat, berühre die Herrlichkeit nicht. Ich bin der Herr und hier ist mein Name und ich werde keiner meine Ehre geben und meine Anbetung. Wenn man den Tempel baute, wenn wir, Entschuldigung, die Skizzen für unseren Tempel machten, wir hatten guten Ideen von den Bildern, den Tempel hier in Ayuamiento. Der Herr hat Patti gesagt, diesem Leuchter, die ihr an Eintritt gelegt hat. Er hat uns das Wort Zacharia 4,6, also nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Heiligen Geist geschehen. Durch meinen Geist. Das hat der Herr gesagt. Warum hat er uns dieses Text gegeben? Wenn wir nicht eine kleine Stück gesehen haben von dem, was Gott meint, am Ende, wenn wir diesen Tempel bauen, der Herr hat mir ja viele Verheißungen gegeben, aber ich sehe tausend von Pastoren aus der ganzen Welt, hierher kommen, um eine frische Salbung des Geistes kommen. Ich will nicht, dass sie sagen, es ist die Lieder, es ist seine Mannschaft, die alles mag. Nein, wenn sie hier kommen, sie sollen sagen, warum es gibt eine Erweckung. Das Einzige, was sie lesen werden, ist nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Heiligen Geist geschehen. Das hat der Herr Zebaoth gesagt. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Das ist, was wir machen wollen, wie Petrus es gemacht hat. Wenn der Gelandte aufstand und er hat Petrus weggenommen und Johannes und er hat gesprungen im Tempel. Petrus sagte, gucke uns nicht. Das ist geschehen im Namen Jesus Christus. Halleluja. Willst du wissen, wo der Heilige Geist wohnt? In dem Haus von dem, der seine Herrlichkeit nicht berührt. In dem Haus von dem, der Gott mit ganzem Herzen verehrt. Er verehrt ihn wegen all die Dinge, die geschehen. Da wohnt der Heilige Geist. Ich denke, dass jeder Erweckung algunas palabras que el Espíritu Santo les da como advertencia. Hat einige Worte, die der Heilige Geist gibt als Achtung, damit die Erweckung nicht zu Ende kommt. In Wales, el Señor le dio a Evan Roberts, der Herr gab zu Evan Roberts 4 Punkte. Confiesa todo pecado. Bekenne jede Sünde. Investiga. Todas las cosas erforsche secretas o jede die geheimen, die verborgene Dinge. Confiesa Jesucristo abiertamente. Bekenne Jesus Christus in der Öffentlichkeit. Ich denke, dass jede Gläubige soll über Jesus sprechen zu jedem Mensch, der vorbeikommt. Y obedece al Espíritu Santo. Und gehorche dem Heiligen Geist. Fue lo que el Señor le dio. Das ist, was der Herr ihm gab. A Evan Roberts. Zu Evan Roberts. Al avivamiento de Bogotá. Zu avivamiento in Bogotá. Si quieres ver mi gloria. Wenn du meine Herrlichkeit sehen wirst. Humildad. Demütigung. Yo habito en la casa del ich wohne in dem Haus von dem yo habito en la casa del que me ich cree, wohne in dem Haus gloria. Von dem, der mich glaubt, der wird meine Herrlichkeit sehen. Ich wohne in dem Haus von dem, der mich gehört, der wird meine Herrlichkeit sehen. Ich wohne in dem Haus, in dem der mich verehrt. Sie wird meine Herrlichkeit sehen. Also sie werden sagen, die Stimme der Turteltaube, lass ich hören in meinem Land. Halleluja! Halleluja! Wenn jemand sagt, ich will, dass die Stimme des Geistes sich hören lässt in meinem Haus, in meiner Gemeinde. Ich will, ich möchte, dass die Stimme des Geistes sich in meine Familie hören lässt. Komm hierher jetzt. Meine Seele bewegt sich. Sag zu ihm, wenn ich deine Stimme höre, hier bin ich, Jesus, mein Geliebter. Sag zum Herrn, blase über meinem Garten. Hier bin ich, deine Stimme höre, als ich deine Stimme höre. Hier bin ich.
wenn du uns hörst und du bist ein Pastor, ein Leiter oder eine Schafe, ist sie so einfach. Den Heiligen Geist anzuziehen. Du kannst eine Erweckung in deinem Haus haben. Du brauchst es. Du brauchst, dass dein Mann, deine Frau, deine Familienmitglieder diesen Geruch des Heiligen Geistes erkennen können, dass sie wissen, dass er bei dir ist. Du hast diese Predigt gehört. Sie mutigen, seine Herrlichkeit nicht zu berühren. Glauben und vollständige Gehorsamkeit. Das ist, wie Katrin Kuhlmann gesagt hat, es ist nicht, es weiß, willen, es ist nichts von dir und alles aus ihm. Amen. Also wenn du bereit bist, damit er dein Haus besucht, damit er in deinem Haus wohnen kann, in deiner Unternehmen, in deiner Kirche, in deiner Nachbarschaft, in deinem Land, wusstest du nur mit einer, der sich vor ihm demütigt, Gott kein Land verändert. Wales wurde Besuch von einem Mann, der Gott gehörte. Also ich will dich einladen, er wird bei dir sein und er wird dich führen, er wird bei dir sein. Wenn du keinen Problem zu dem Heiligen Geist gibst, er wird bei dir wohnen. Und wie der Hebräerbrief sagt, dass er wurde nicht, er trägt nicht Scham, weil er sich genannt hat, das Gott von sie. Er wird sich nicht schämen, dein Gott zu sein. Also strecke deine Hand, wir werden beten, Gläubigen, über die sitzen durch ganz Kolumbien, sag zu ihm, Herr, bitte, hilf mir, mich für dich, vor dir zu demütigen. Hilf mir, damit ich nicht hochmütig werde. Lass mich ruhen in deiner Liebe, in deiner Barmherzigkeit. Herr, bitte, bringe diese Herrlichkeit zu dem Haus von jedem von uns. Bitte darum, sagt Geist Gottes, bringe deine Herrlichkeit, bringe deine Herrlichkeit, bringe deine Herrlichkeit zu meinem Leben, dass ich sie in meinem Haus behalten kann, dass ich sie jede Stunde in meinem Leben habe. Die ganze Zeit, Herr, ich brauche dich jede Stunde, Heiliger Geist. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Danke, Herr. Nehme das Wort für dich heute Nacht. Nehme es für Sascha. Nehme es für Sascha. Er sagt, ich will, dass der Geist in meinem Haus wohnt. Der Demütige, der Gläubige, die glauben, die ihm gehorchen, die seine Herrlichkeit nicht berühren, er wohnt da in eurem Häusern. Danke, Herr, Halleluja, danke, Herr. Gottes Segen. Danke, Herr. Lass uns hier weiter anbeten. Erhebt eure Hände. Weißt du, welche Eigenschaft haben die Taube? Sie sind sehr sensibel. Wenn du den Heiligen Geist betrübst, er wird nicht verlassen, er wird betrübt sein. Und er wird nicht mit Freiheit bewirken. In deinem Weg. Behüte die Gegenwart Gottes. Weil es gibt einige, die wollen, dass Gott sie in allem unterstützt. Wie viele wollen das? Amen. Und er wird das machen. Aber nicht in Zude. Wenn du mit ihm wandeln willst und du willst ihm zu deinem Umzug, zu den Kneipen, zu den schmutzigen Filmen bringen, du bist in Irrtum, weil er sagt auch, dass ohne Heiligkeit niemand wird den Herrn sehen. Heiligkeit, willst du die Herrlichkeit Gottes? Also ich kann zu diesen vier Worten fügen, Heiligkeit.
Also das hat alles zu tun mit ihr Herz, es ist nicht mehr mein Sehnsucht, es ist nicht, was ich will. Was willst du, Herr? Um dich dir nachzufolgen. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke, Herr. Alle, die sagen, ich will, dass er in meinem Haus wohnt, erinnert euch daran. Er wohnt in dem Haus von dem Demütigen. Hier ist die Adresse des Heiligen Geistes. Er wohnt in dem Haus von dem Demütigen. Der Herr wohnt in meinem Haus. Er wohnt in dem Haus von dem, der ihn glaubt. Der wird die Herrschaft Gottes sehen. Ihr seht Familien, die bezeugen von Wunder und Wunder, weil er wohnt in dem Haus von dem, der ihn glaubt. Wenn die Pastoren unser Mann die Opfer und die Senden zu ihm zu bringen, und man hört diese Menschen, die gelingen und gute Dinge bekommen, und du wirst dir fragen, warum gelinge ich nicht? Es ist, weil er wohnt in dem Haus von dem, der ihn glaubt. Er wohnt in dem Haus von dem, der ihm gehorcht. Und er wohnt in dem Haus, wo man ihn verehrt. Alles kommt aus seiner Herrlichkeit. Erhebe deine Hände und sag ihm: Schlafte, aber mein Herr wachte. Es ist die Stimme meines Geliebten, der mich anruft. Öffne mich, Herr. Das sagt zu dir der Herr. Pues ellos me han vencido. Öffne mich, mein Geliebter. Das sagt zu dir der Herr. Hier bin ich. Wenn ich deine Stimme höre, meine Seele bewegt sich. Sag zu ihm, hier bin ich. Wenn ich deine Stimme höre, sag zu dem Herr, blas über meinen Garten. Mein Geruch gehört zu dir. Hier bin ich, Jesus, mein Geliebter. Hier bin ich, Jesus. Hier bin ich, wenn ich deine Stimme höre. Hier bin ich, wenn ich deine Stimme höre. Hier bin ich. Blas über meinen Garten. Hier bin ich, Jesus. Hier
es sie ist die Stimme des Turteltauben. Sie lässt sich hören in unserem Lande. Es ist die Stimme der Turteltauben. Sie lässt sich hören in unserem Lande. Halleluja, Halleluja. Que Herr Jesus, Amen. Ich will beten. Ich möchte, dass wir zusammen beten. Weil diese Achtungen in dem Erwecken von Wales sind noch wichtig für die Erwecken hier in Bogotá. Bekenne jede Sünde, jede Sünde, die du kennst. Erforsche die verborgene Dinge in deinem Herz, die nicht ganz klar sind, weil in unserem Herz soll keine Dinge, die es Zweifel bringen, weil es nicht Ja und Nein, Nein ist Ja und Amen. Einige, die haben die Sicherheit, wenn du bist nicht sicher, dass es was von Gott ist, du sollst das rausbringen. Die Zeit ist, dass sie sagen, Herr, vergib meine Sünde. Ich will, dass du in meinem Haus wohnst. Ich kann aus ganzem Herzen sagen, dass in meinem Haus die Stimme der Taube lässt sich hören, die Freiheit, Hilfe, Erlösung verkündigt. Segen verkündigt. Da lass in meinem Haus die Stimme des Heiligen Geistes sich hören lassen. Ich denke, dass du sollst diese Entscheidung treffen. Dinge, die für gut nicht sind. Du sollst den Charakter haben, diese Dinge dahinter zu verlassen. Tomar una decisión radical por du Jesus. Sollst eine radikale Entscheidung für Jesus treffen. Si ustedes quieren oír la voz de la paloma, wenn ihr die Stimme der Turteltaube hören wird, bekenne Jesus vor deiner Familie. Am Anfang, du wirst Schwierigkeiten finden. Aber in seiner Angst, du wirst die einzige Frage sein. Oder du wirst die einzige Frage für sie haben, du wirst dich helfen für sie sein. In meinem Haus, ich war der Letzte im Glauben, aber Gott hat mir in meinem Haus gemacht. Und er hat mir nach oben gebracht. In einem Moment, Gott wird etwas machen und er wird dir nach oben bringen. Halleluja. Halleluja. Und gehörsche dem Heiligen Geist. Sag zu ihm, hier bin ich, Herr. Was er sagt, das ist, was sicher ist. Das ist, was zuversichtlich ist. Darauf kannst du stehen und sagen, das wird nicht enttäuschen. Wenn er es gesagt hat, er wird es machen. Hier bin ich, Herr. Ich glaube daran. Ich bin von denen, die glauben. Ich bin von denen, die sich demütigen. Ich bin von den Gedemütigen. Und ich bin von denen, die in allen dich anbeten. Im Namen Jesus. Amen. Amen und Amen. Lass uns dem Herrn einen dicken Applaus geben. Halleluja. Die Stimme des Geistes lass sich hören in meinem Haus. Gib dem Herrn einen dicken Applaus. Halleluja. Halleluja.
Kommt Avivamento, lass uns feiern, weil wir die Stimme des Geistes in unserem Land, in unserem Haus hören. Show!